Hallo und willkommen zurück zur Chaos League. Beim letzten Mal haben wir den Aufstieg gesichert und haben festgestellt, dass wir im Cup teilnehmen. Ich konnte ja vorher nicht sehen, wer mein Gegner sein wird. Es hätte ja aus jeder Liga jemand sein können. Und dass es nun die Mannschaft ist, wenn wir uns den Cup anschauen, wir kämpfen gegen Dockers. E bedeutet Premier League. Okay, wissen wir, Premiership ist das Oberste, was es gibt. Und die Dockers jetzt auch noch. Die Erstplatzierten hier in der Premiership. Das heißt, es ist nicht nur eine starke Mannschaft, sondern auch noch eine Mannschaft, die, naja, gegen die ich schon von sich aus, an sich, nicht gerne spiele. Die haben eine Motivation, das heißt, sie können einen liegenden Spieler wieder aufrappeln. Die haben 7 Cheerleader, das heißt, selbst meine Hooligans werden kaum eine Chance haben, Publikum für mich zu gewinnen. Die haben 5 Relegation Creams, das heißt, sollte ich es schaffen, einen auf K.O. oder verletzt oder sogar tot zu kriegen, steht er auch wieder auf. Die haben Heroes, Linemen, Linebacker, Running Back, Captain Linebacker, die haben alles, was es gibt, mit Erfahrungspunkten im dreistelligen Bereich. Okay, der nicht, aber alle anderen hier im dreistelligen Bereich Erfahrungspunkte, das heißt Skills ohne Ende, das heißt, dieses Spiel, sage ich gleich, wird einfach nur ein Spiel, wo ich versuche, am Leben zu bleiben. Ich kann versuchen, durch gezielte und geschickte Passspielaktionen den Ball sozusagen nicht zum Gegner kommen zu lassen, aber mehr wird es wohl nicht werden. Verlieren werde ich das ziemlich sicher. Nach dem Spiel gibt es Geld für den Aufstieg und dann werde ich mit dem Geld meine Spieler sozusagen wieder bezahlen müssen und mir neue Spieler kaufen können. Genauso auch neue Cremes, Cheerleader und dergleichen. Das heißt, es wird dann alles bezahlt werden müssen, jeweils für die neue Saison. Und wir werden dann sehen, wie viel wir zur Verfügung haben und was wir noch einkaufen werden. Das werden wir alles heute machen, denke ich mal, weil das Spiel werde ich nicht so lange rauszögern. Das wird einfach nur gespielt. Und das wird dann fertig sein. Gut. Also, starten wir einfach mal. Wir werden 50.000 Kapital hier zur Verfügung haben. Das heißt, ich werde, ja, die Hooligans, die sollen nicht ganz so viel Zuschauerstimmung haben. Mal kurz gucken. Was haben die? Die haben auch Disease, so wie ich, glaube ich. Nicht das? Ja. Genau. Die haben Disease und wir haben Disease. Das heißt, beide machen die Gegner schwächer. Ich werde auch nicht Leute treten. Ich werde einfach nur jede Menge Leute auf Doping testen. Captain Linebacker. Die haben 2 Captain? Nee. So, der war noch nicht aus der Liste raus. Und das ist auch so ein spezielles wie meine Mumie. Und ansonsten haben sie einen normalen Linebacker und die testen wir alle auf Doping. Sind wir bei 35.000, haben immer noch 15.000 zur Verfügung. Das heißt, wir könnten jemanden jagen. Ich glaube nicht, dass ich irgendjemanden tot kriege. Deswegen werde ich es riskieren, jemanden zu dopen. Und wenn es nur dafür ist, dass derjenige aus dem Spiel ist und damit sicher vor Tod oder Verletzung ist. Wen nehme ich denn da? Ich werde erstmal die Mumie nehmen. Ja. Denn wenn das Doping sogar durchkommen sollte, habe ich den Vorteil, die ist dann ähnlich stark, lange nicht so stark, aber ähnlich annähernd so stark wie gegnerische starke Gegner. So, und dann wir könnten natürlich auch einen Doping-Test rausnehmen. Nein. Und dann werde ich halt noch einmal treten. Vielleicht gibt es ja doch mal eine Möglichkeit. Oder ich mach's aus Versehen oder so. Ich wurde nicht getestet. Der Captain Linebacker des Gegners wurde. Ich wurde nicht getestet, genau. Ich bin gedopt, wurde nicht getestet. Das heißt, meine Mumie spielt gedopt mit. Das ist sehr gut. Die hat alle Werte um 10 erhöht, außer den Schutz. Und der gegnerische Captain Linebacker wurde gedopt und ich habe ihn erwischt. Deswegen ist er aus dem Spiel ausgeschlossen. Ich meine, die haben genug andere starke Spieler, aber das ist schon ein wichtiger Faktor, der sozusagen, naja. Sagen wir mal, anstatt 5-mal so stark sind es jetzt nur noch 4,5-mal so stark. Starten wir einfach mal das Massaker. Gegen mich. So, ich weiß nicht, ob wir die schon mal gesehen haben. Ich glaube, ich war immer denen aus dem Weg gegangen. Ja, also muss ich auch betrunken sein. Ich bin denen, glaube ich, immer aus dem Weg gegangen. Aber doch, einmal haben wir gegen die gespielt. Das sind die, die, wenn sie mich besiegen, dann beißen sie mich sozusagen und injizieren eine Art von Gift, je nachdem, was für ein Spieler das ist. So, ich werde trotzdem versuchen, sobald die Runde losgeht, die Zuschauer anzuheizen. Ich mache das immer erst, sobald die Runde losgeht, weil vorher die anheizen und mein Balken dann runtergeht. Wenn er schon oben ist, aber wenn er schon unten ist,
Kann er nicht mehr runtergehen, deswegen warte ich, bis die fertig sind. Und wir So, sollten das für die heißt, ich mache Seele das unseres jetzt. kleinen Schweinefreundes Das hier Oh, bitte, das ist doch ein großer ist Augenblick. diese Spezialeinheit, so wie meine Mumie. Das ist einer der Helden und das ist, glaube ich, der andere. Ne, das ist normaler Linebacker. Das ist der andere Held. Ich müsste eigentlich an jeden eine Mumie ranschicken. Wird schwer. Ich meine, sie ist gedopt, aber trotzdem ist sie noch nicht dreimal da. Gibt dein Bestes. Die machen keine Master Power. Den kann ich versuchen zu tackeln. Tackle ihn. Guter Spielzug, er setzt Ja, die ich Master habe die Power Kamera an. ein. Jetzt schnellt der Leichenzähler aber nach Jetzt oben. werde ich aber getackelt. Vermute ich. Ball weg. Ja, ich habe den Helden umgeworfen. Sehr gut. Die haben den hypnotisiert. Das ist ein Zauber von denen. Ich habe ja extra noch keine Zauber genommen. Das ist ein Zauber von denen, der ist hypnotisiert und kann jetzt erstmal eine Weile lang nichts machen, so gesehen. Sieht aus wie eine Nebelwand. Darum sind die Spiele heutzutage alle so blass. So. Ich habe erstmal den Oh Ball nein, sicher. dieser Ey, wenn ich Spieler jetzt hier ist noch gewinnen das sollte. Ich Spielfeld auf. Hoffentlich kommt glaube er es mit nicht. Der hat schon geschlossenem den, Mund. der Das hier hat schon den Spiel ersten sollte von ein mir gutes umgehauen. Vorbild für die Das ist Kinder wirklich ein zu Hause sein. kampfstarker Held. Das hier ist so ein, wie gesagt, wie meine Mumie. Das ist auch. Der ist stärker als der? Wusste ich gar nicht. 20 Dexterity, 30 Dexterity. Wie lange ist der denn hypnotisiert? Ey, gibt's da gar nicht. Du gehst wieder an. Ne, du gehst an den ran. Und sobald du mal irgendwie die Gelegenheit hast, kannst du immer hier helfen. So, vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Zumindest, dass es nicht ganz so brutal wird. Ich habe ihn besiegt, dadurch, dass zwei Mann geholfen haben. Aber der wird nicht lange liegen. Die sind so, wenn die so stark sind, liegen die auch kürzere Zeit. Sollte ich jetzt echt versuchen, eine Route zu machen? Ich glaube, nachher muss ich dann alles in Heilung investieren. Sieh dir nur diese Cheerleader an. Oh, Der da wird jetzt fällt es keine einem Deception schwer, sich machen. zu Doch, macht er. konzentrieren. Was Gut, ich machen die habe ihn da tot gleich getackelt. nochmal? Umgetackelt. Du gehst wieder den absichern. Du gehst hier mit absichern. Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das alles absichern soll. Der ist fast tot. Das muss ich nutzen. Shiri. Shiri, geh mal da. Shiri ist zu nah dran. Nein. Nicht werfen, nicht werfen, nicht werfen. Zurück den Ball. Einige Du haust den. Quetschtechniken für Nein! Fortgeschrittene. Oh Für Gott. Fortgeschrittene. Dann muss er aber auch wie Zahnpasta aussehen. Gut. Der ist verletzt, der ist verletzt. Aber der wird gleich wieder aufstehen, vermute ich. Ich vermute, der wird gleich wieder aufstehen. Genau solche Pässe möchte ich sehen. Oh, du bist so ein schamloser Wenn er Übertreiber. aufsteht, lasse ich meine Mumie da stehen. Wenn er nicht aufsteht, Anscheinend hat der er Arzt steht dem wieder auf, Spieler siehste. neues Leben Ich wusste es. eingehaucht. Das Ebenso ist nämlich einer das Wunde sieht es Problem. aus. Deswegen, eine Verletzung wäre jetzt zu schön für mich, weil dann einer der drei ganz starken Spieler raus ist. Ich habe ja wie gesagt nur einen relativ ganz starken Spieler. Einer ist aber noch lange nicht so stark wie die. Oh Er hat den Gott. Ball. Zu viel starkes Gelumpe rennt hier rum. Was soll ich nur dagegen machen? Oh Gott. Ich schaff doch nicht mal zu dritt den, oder? Nee, du musst damit helfen. Ich muss versuchen, den da hinten mit dem Ball zu kriegen. Wie mache ich das jetzt? Du musst hier ganz runterrennen, du auch am besten. Und den abfangen. Du gehst hier rein, egal ob der gewinnt oder nicht. Alle mal möglichst Die hier helfen zum Choreografie der Abfangen. Cheerleader ist einfach perfekt. Ah, Ja, zu das viele lässt sich Spieler. nicht leugnen. Die Defense muss aufhören, wie eine Gruppe Steht ja Halblinge gerade zu nur spielen. rum Sie und kommen der wartet. Endzone gefährlich Das ist ja nahe. cool. Dadurch, dass er jetzt dort wartet, wahrscheinlich versucht hat zu treten oder so, hat er dem. Meine Geschicklichkeit ist gesenkt durch irgendeinen Gegner. Das hat man gerade an dem grünen Schimmer um mich herum gesehen. Ja, nein, Oh Gott, wenn vorbei. der jetzt verliert, dann kriegt Nein, er wieder irgendwas nein. injiziert. Ich muss gleich mal alle durchgehen, Ja, dieser wer hier irgendwelche Charakterlöser. Injektionen gegen sich hat. Er hat den Ball. Anscheinend spielen sie jetzt ein wenig verstecken. Wir Wenn der wollen wie Tackle Chaos League klappt sehen und nicht wie sie und verstecken kein anderer spielen. Verteidiger mehr Was da für ist, dann. Oh Feier. Gott, da ist noch einer. Was bist du denn? Du bist der Linebacker, das heißt, du bist extrem kampfstark auch. Und hast irgendein Gift injiziert. Das heißt, ich sollte jetzt nicht getackelt werden von dir. Wieso liegt meine Mumie rum? Naja, das ist jetzt das Problem. Meine sind eigentlich schwächer. Das heißt, die werden öfter auf dem Boden liegen als die Gegner. Den Ball einfach mal irgendwo hin, Hauptsache weg. So. Du bist jetzt mal bereit, hin den Ball dort aufzuheben. Warum machen sich einige Zu Spieler fangen, überhaupt die falls einer Mühe, mal aufs Feld zu vorwirft. gehen? Ja, Die das sind Mumie geht keine auch Chaos League daran. Spieler, das sind Fußabtreter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier ist noch einer. Jetzt ist er heiß.
Master Power macht wirklich den Unterschied. Ich glaube, der Schwierigkeitsgrad hilft ein bisschen gerade. Dass der Schwierigkeitsgrad nicht ganz so hoch ist. Sonst würden die strategisch viel stärker. Das Tackle. Der wurde gerade getackelt und steht schon wieder. Entweder haben die gerade motiviert. Oder der hat einfach nur, weil meiner so schwach gegenüber ihm ist, so eine kurze Rumliegezeit, dass es, naja. Ich meine, meine Mumie hat jetzt auch 11 Rumliegezeit, 12 Sekunden noch. Wir müssen da was tun. Kein Pass bitte. Tackle, genau, du lenkst ihn ab. Ja, deshalb nein, mag ich diesen Schiedsrichter. Und ich hasse ihn. Ein Schiedsrichter, der nett tut, obwohl er von allen Geld annimmt. Das macht oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, beruhige dich. Wenn das klappt. Wir haben keinen anderen Verteidiger mehr da. Es wird immer enger. Auf der Seite. Enger und enger. Na, du bist bitte keine Miene. Gut. Ich führe. Ich führe gegen den ersten in der Premier League. Das hätte ich jetzt echt nicht. Jetzt müssen sie aber etwas tun. Und ich kann sogar gerade den Spell machen. Masochistische Chaos League Spieler. Das ist nichts Neues. Kommt, macht los. Ihr seid es nicht gewohnt zu verlieren, ich weiß, aber macht los. Hat er zwei linke Hände oder was? Ja, sie dürfen ihm einfach den gar Ball keine nicht Hände. Mehr ich glaube, ich habe die Nummerierung falsch gemacht. An ihn ran. Ich sollte aufpassen, wo ich hier wen ranschicke. Ich darf das nicht vergessen, dass das hier ein paar recht starke Gegner sind. Oh, der hat die Injektion, der hat irgendeine Injektion, ich muss den dann heilen. Sobald er wieder kann. Wenn sie clever wären, würden sie nicht in der Chaos League spielen. Ball weg. Interception, ja, hin oder her. Ball weg, das ist das Wichtigste gerade. So, und ich brauche mal jetzt auch hier vorne. Den Verteidiger lasse ich schön da hinten, vielleicht haben wir noch eine Chance. So, und du rennst nicht zum Ball, sondern entgegen dem Ball sozusagen. Da ist ein Verteidiger, du liegst, sehr gut. Dieser Spieler hatte genug. Ach, das waren doch nur ein paar Schläge. Oh Gott, ich hab nicht aufgepasst. Noch mehr. Oh je. Er hat den Ball. Oh je. Da hinten liegt jetzt der Ball. Wo ist meine Nummer 2? Du bist da, du gehst jetzt ganz weit vor. Die liegen rum. Du musst dich heilen, habe ich gesagt. Oh Gott. Wir hatten ja noch alles was injiziert gekriegt. Du hast auch was injiziert gekriegt, oder? Du siehst so... Er hat den Ball! ...aus. Das heißt, dich heilen wir dann auch, sobald du wieder stehst. Du stehst eine Weile noch nicht und du stehst bald. Ja, gut, mal gucken. Gut. Er hat den Ball! Der wird gleich wieder aufstehen. Der liegt nicht lange. Muss ich dann bald heilen. Ich glaube, du hast sogar schon 2 Injektionen, der schwarze und mildiger, ne? Hat der Spieler seine Kontaktlinsen verloren? Ja, gut, mein Stürmer vor, genau. Wenn der jetzt nicht. Ich mache hier die Witze. Du bist zuständig für die ernsten Dinge. Könnte das was werden? Ihr geht beide versuchen, den zu tackeln, weil einer wird nicht reichen. Ich habe ganz stark das Gefühl. Die Mumie soll hier ran. Gut, dann gehst du eben nicht tackeln, sondern. Was hast du eigentlich jetzt für injiziert? Ich brauche einen Verteidiger. Ach, wir haben noch den Spell, ganz vergessen. Schwächen wir sie mal ein bisschen. Jetzt ist die beste Zeit dafür. Wenn der jetzt den Ball... Oh Gott, hat den Ball. Oh, ja, Cheerleader. Nein. Cheerleader. Ich hatte nicht... Ich habe geschwächt und der ist trotzdem noch zu stark. Ist der gedruckt? Kommt schon, ihr seid so nah dran. Ein Stürmer? Ein Stürmer könnte was schaffen. Ich hoffe, hier ist keiner am Nebel. Das ist gerade das Wichtigste. Der muss einfach nur abgelenkt werden. Ich hoffe, der gewinnt nicht sofort. Du gehst da helfen und du gehst hier einfach stehen. Blöder Pass. Blöd. Völlig blöd. Es ist egal, wenn der Pass blöd ist. Es geht einfach nur darum, dass der Ball vorkommt in die Richtung. Du gehst da ran und du versuchst, den Punkt zu machen. Wenn ich der das Spiel Spieler gewinne. Hat wirklich Tricks drauf. Wirklich? Wo? Ich habe gerade die Cheerleader angeschaut. Ja, mach das weiter. Wir können es schaffen. Und wir können es schaffen. Wir müssen es nicht schaffen. Du schnappst dir den. Und du gehst Richtung Ball. Oh Gott. Der ist fertig mit Kämpfen. Das ist immer das Schlechteste, was passieren kann. Nehmen, vorrennen. Und selbst wenn du nicht fangen kannst. Trampelt ordentlich. Nein! Interception!
Oh Gott, jetzt ist unsere Angriffsstrategie im Eimer. Nur die Interception macht. Dieser Spieler setzt jetzt seine Masterpower ein. Er hat den Ball. Haben wir noch unsere, wir haben einen Verteidiger hier hinten. Wo ist der andere? Der ist hier. Ich muss gleich hinterkommen. Haben wir noch einen Spieler? Wenn ich ein Fan wäre, dann wäre ich jetzt sauer. Man zahlt eine Menge Geld und bekommt nichts als Rauch zu sehen. Oh Gott. Ball schnappen. Er hat den Ball. Das wird jetzt hoffentlich keine Interception. Wunderbarer Pass. Ich habe schon schönere gesehen. Ja. Lauf, lauf, lauf. Ich kann es sogar gegen die schaffen. Ist ja Hammer. Oh Gott. Du siehst nicht mehr gut aus. Hätte ich mal sagen darf. Und du hast wahrscheinlich irgendeine Injektion, die deine Atem extrem wenig regenerieren lässt. Ein guter Angriff wird mit einem du bist auf jeden Fall jede Infizierung los. Du bist irgendwas injiziert, rot, irgendwas Rotes. Das heißt, du heilst dich auch mal kurz. Wir sind direkt zurück auf dem Spielfeld. Du bist mit nichts injiziert. Infiziert, gut. Du solltest dich auch mal irgendwann heilen. Er hat den Ball. Bei diesen Würfen wird mir immer ganz übel. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch die Führung halten, das heißt, ich werde versuchen zu verteidigen. Wobei das auch nicht mal gut ist, weil man hat gesehen, dadurch, dass ich Angriffsbemühungen gemacht habe, zur rechten Zeit. Jetzt setzen Sie aber habe ich eine Chance gehabt. In 5 Minuten ist das Spiel vorbei. Ja, da können sogar die stärksten Kämpfe schon haben. Kann noch einiges passieren. Oh das war einfach spektakulär. Ich mag diesen Kerl. Er weiß, wie man Schmerzen verursacht. Oh Gott, das Injektion, irgendein Wort halt. Du bist geheilt, sehr gut. Helfen. Irgendwo ran. Einfach helfen. Hier gehen wir an den. Und den müssen wir jetzt halt ausspielen dann. Ich glaube es nicht. Da stehen viel zu viele Gegner. Baron Van Donort mit seiner schönen Tochter. Nein, das ist wohl seine Frau. Ja. Wie dem auch sei. Zurück zum Spiel. Das Passtraining trägt langsam Früchte. Oder sie hatten einfach nur Glück. Ich wollte gerade sagen, und Champion macht jetzt aber keine Interception, oder? Es wäre schon ein Wunder, wenn er wieder auf die Beine käme. Ein zielgenauer Pass. In gute Hände. Nein, 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 nicht tackeln, nicht tackeln. Gut. Das macht dem Mann auf dem Boden bestimmt keinen Spaß. Oh Gott, der tritt. Aber allen anderen schon. Er hat bestimmt gleich eine Verletzung. Fans lieben das. Und der tritt schon wieder. Ich glaube, er ist durch. Wie ein Baby zur Seite gestoßen. Ich glaube, er weint gleich. Nein. Er hat einen Tackle verkackt. Und der tritt schon wieder hast hin. Du das gesehen? Das ist eine das Verletzung. Ist mal ein Pass. Ja, jetzt geht's nämlich los. Jetzt kann ich keinen wiederbeleben mehr, weil er tot ist. Das heißt, ich sollte jetzt vorsichtig mit solchen wie meiner Mumie oder wichtigen Spielern denn sein. Ach, oh, immer noch 4 Minuten. Gott, ich glaube, ich sollte doch mit Absicht das Spiel abschenken, weil mein nächster Gegner wird es nicht unbedingt leichter. Sieh mal in der VIP-Loge. Oh Gott, das ist nicht mal abschenken, das ist einfach nur auf dem Gegner hier unten. Gut aussehender Mann. Ich denke, das ist ihre Mutter. Noch eine Verletzung. Wer ist es? Das ist mein Mittelfeldspieler. Den muss ich auf jeden Fall wiederbeleben. Oh Gott. Und der wird weiter bearbeitet. Ich überlege echt, ob ich das Spiel mit Absicht abschenke. Oft ist Selbsthilfe die beste Hilfe. Immer schön stehen bleiben. Oh Mann, er hat den Pass gekriegt. Also, spielen können, meine ich damit. Hier liegen so viele Spieler von mir rum. Er hat den Ball. Der gleiche Spieler liegt nein. Schon wieder am Boden. Ich glaube nicht, dass der jemals ja, wieder aufsteht. Ja, nein, du wirst auch getackelt. Wie mach ich das? Ich bin erstaunt, dass sein Kopf noch dran ist. Da konnte er nicht. Du bist nicht schnell genug, oder? 70er Speed, nee. Jetzt wird es richtig ENG. Die Defense muss jetzt schnell handeln. Nee, ja, das reicht nicht mehr. Schade. Ah, ich werde vielleicht wirklich das Spiel verlieren müssen, weil
Ich will jetzt nicht unbedingt meine Spieler verlieren. Das ist die andere Variante. Ich vermute, ich könnte das Spiel gewinnen, wenn ich jetzt aber sie verlieren trotzdem, Weicheier. Verletzungen in Kauf nehmen würde oder Tote, sag ich mal. Ich gehe jetzt, glaube ich, überall nur auf Heilen. Oder? Gut. Geht schon wieder los hier mit Kämpfen. Da spricht vielleicht der Soziopath in mir, aber diesem Spiel fehlt ein wenig Blut. Da hast du recht. Wir haben schon blutigere Begegnungen gesehen. Nicht fangen. Kämpfen. Einfach kämpfen. Fangen ist irrelevant. Oh nein, dieser Spieler isst noch das Spielfeld auf. Hoffentlich kaut er mit geschlossenem Mund. Nein. Sollten ein gutes Vorbild für die Kinder zu Hause sein. Ich glaube sogar, bei den Helden ist der Vorteil, dass die keine so eine Spells haben, die dann irgendwas infizieren von mir. Das ist der Vorteil. Oder haben die sowas? Restless Bite. Achso, ist ein Linebacker. Quick Healing? Ne, die haben nicht sowas, scheinbar. Transmutation? Ne. Die haben nur irgendwelche anderen Spells, weil die so viele Erfahrungspunkte haben. Die können nur mir ruhig mal welche abgeben, ey. Das nenne ich doch mal einen Pass. Genau, hervorragend gespielt. Er lief vor dem Kampf davon. Der andere hat's nicht mal bemerkt. Ganz oh Gott, wenn du mich fragst. Ne, ich halte mich daraus. Ich nehme den schwächsten Gegner, kämpfe gegen die den und die lasse ich durch. Wenig Raum. Das bringt ich dir nicht, dass ich hier der Ball, das sieht aus. Noch wie der den trägt. Und es geht noch um alles. Ey, wenn wir jetzt unentschieden machen, ich muss denen jetzt einen Punkt schenken. Dann kommt, sonst kommt das Spiel nochmal. Wird das Spiel wiederholt. Alle zurück. Alle hier in die Ecke. Ich will das Spiel nicht wiederholen. Es kostet mich Langlebigkeitspunkte, ich kriege vielleicht noch Erfahrungspunkte. Und die Gefahr von Toten, mehr als einem Toten, ist immer noch da in jedem Spiel. Deswegen will man das nicht. Ich sollte nicht in meine eigenen Minen reinlernen. Lass du dich einfach mal tackeln? Aber dann wirst du gelatscht. Vergiss es. Vorhin haben die Orks das Buffet gestürmt. Abgesehen müssen vom das so machen. Ist nichts mehr da. Kellner sein ist ein hartes Los. Trauen sich nicht raus. Warum machen die nichts? Du gehst zurück? Das ist ja interessant. Die KI hier zu sehen. Möchte ich jetzt mal sehen, was jetzt passiert. Ist das injiziert mit irgendwas? Infiziert. Ah, Selbstheilung. In einer Minute ist er so gut wie neu. Ja, gut, jetzt machen wir wohl den Punkt. Da bin ich sicher, dass ich das Spiel nicht mehr verliere. Komm, schnappt euch irgendeinen, alle zu 12 drauf. Die sind lächerlich. 10, ja, also, er sollte 9, sich schämen. 9. Die Endzone ist nur noch Zentimeter entfernt. Der Schlusspfiff ist nur noch Sekunden entfernt. Bei dieser Defense war der Punkt einfach los hier. Wieso ist das? Ja, wo waren die bloß? Die haben den in ein Schwein verwandelt. Ich hab ein Schwein, ich hab ein Schwein. Haha, Schwein gehabt. Du hältst dich mal. Spricht vom Überraschungsmoment. Ich würde es eher Feigheitsmoment nennen. Jetzt müsst ihr nicht noch ein paar Punkte machen. Und sie punkten. Gib die Defense noch nicht auf. Noch ist Zeit für den Gegenschlag. Sagt er. Ich hätte meine Aufstellung vielleicht doch noch machen sollen wieder. Na. Jetzt gibt er wirklich alles. Mhm. Also ich halte die Punkte gerade. Er hat den Ball. Gut, das wird es trotzdem. Ich will nicht in meine eigene Mine reinlanden. Das ist ja Geld für ihn. Wenn es nicht so spannend ist, wohl so trotzdem als spannend zählen wahrscheinlich. Geh mal hier hinter mit dem Ball. Die haben nicht so viele Spieler wie ich hier. Und solange wir einfach nur 15 Sekunden durchhalten, geht das alles. Geht das alles. Alles in Ordnung hier. Meine Flo. Das ist ja einer. Hier, Ball weg und einfach nicht gesehen? Auf. Der hat den Ball aufgenommen. Pass. Ja, technisch perfekt. Hehehe, das ist Tackle verkackt. Gott sei Dank ist es vorbei. Oh, aber echt. Ja. Zwei Verletzte. Das war nur von dem hier. Der hat so gelatscht und gemacht. Und die Interception hat ihm 10 Erfahrungspunkte gekriegt. Krieg ich mal so viele Erfahrungspunkte hier? Kann nicht sein. Ich habe 4 Erfahrungspunkte gekriegt und gerade mal 2800 Gold. Das zuletzt Spiel ist, wie gesagt, 10.000. Auch ungefähr. Deswegen hätte mir der Sieg nicht mal viel gebracht, außer Erfahrungspunkte, die ich wieder hätte als Lohn bezahlen müssen. Ah, so haben wenigstens meine Spieler ein bisschen überlebt. Gut, jetzt müsste ich den Aufstieg haben. The Cup is over, the season is finished, a new one is about to begin. Gut, jetzt müsste ich nämlich
Ja, steht noch genauso alles drin. Wenn ich jetzt hierauf drücke, komme ich in die nächste Liga. Und ich kann entscheiden, wie viel Geld ich nehme und wie viel Spieler ich davon bezahle. Genau, das mache ich jetzt. Confirm Season. You will be able to begin a new season. Ich erwarte. Ich kriege, da ich aufgestiegen bin, 1,3 Millionen. Also hätte ich dann 1,8 Millionen, wenn ich sage, ich gewinne 0 Matches. Ich will den Vertrag unterschreiben, dass ich 6 Matches gewinne. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich schaffe. Damit kriege ich für 6 Matches mehr Geld. Das heißt, bei einem Match würde ich kriegen 45.000. Ja gut, das ist nicht so toll. 6 Matches wären dann 270.000. Das heißt, die sind jetzt ein bisschen schwerer, die Gegner. Aber ich kann mir mindestens 5, glaube ich, aussuchen, wen ich da bekämpfe. Das heißt, da hätte ich eine Chance. Versuchen wir jetzt mit 6 Matches. Wir sagen 5, dann bin ich bei knapp über 2 Millionen. So, und jetzt muss ich bestätigen, welche Spieler ich davon wieder mitnehme. Ich weiß, dass ich noch neue einstellen werde. Was würde es kosten, alle mitzunehmen? Die Mumie kostet schon mal richtig gut Geld. Der hat 185.000 gekostet, jetzt kostet er 271.000 für 2 Jahre. Das heißt, man muss jetzt eigentlich hoffen, dass man längere Verträge kriegt als nur 2 Jahre. Der kriegt 3 Jahresvertrag. Warum ist da... Woran liegt das eigentlich? Liegt das an den Erfahrungspunkten? Nee, der hat genauso viel. Der hat trotzdem nur einen 2-Jahres-Vertrag. Also den 3 Jahres... Ich guck mal kurz, was alle kosten würden. Man bezahlt das sozusagen, auch wenn die jetzt mehr Erfahrungspunkte kriegen in der nächsten Saison. Dann hätte ich noch 810.000 übrig. Ja, ich würde wahrscheinlich so 250.000 für diese Wiederbelebungscremes und Chili da ausgeben. Und ich weiß nicht, ob ich mir einen Wiederaufstehen-Link nehme. Sollte ich Skeleton Warrior? Nee, Skeleton Warrior in der Verteidigung ist doof. Ich würde einen von denen rausschmeißen. Das heißt, den von den beiden, der hier nur einen 2-Jahres-Vertrag hat, den hier. Und dafür kommt jetzt auf jeden Fall ein Held oder eine zweite Mumie. So. Bestätigen wir mal soweit. Das heißt, wir haben jetzt den Spieler weniger. Und wir können jetzt einen Helden kaufen. Für 351.000. Der ist noch ohne Erfahrungspunkte. Wir schauen mal kurz auf die Transferliste. Haben wir hier auch Helden drin? Nein, aber Mumien. Transferliste heißt, das sind Spieler, die sozusagen Erfahrungspunkte haben, aber auch weniger Langlebigkeitspunkte als die vollen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen mit 4 Erfahrungspunkte und 4 Langlebigkeitspunkte hätte, wäre es fast ratsam, den zu nehmen. Die haben dann auch einen Vertrag, der noch sozusagen jetzt hier zum Beispiel bis Jahr 3 läuft. Und dann bezahlst du eben das Geld, was du jetzt für den zum Kauf bezahlst, genauso wie gerade eben beim Wiedereinstellen der Leute für diese Jahre. Das heißt, selbst wenn er Erfahrungspunkte dazu kriegt, wird er nicht teurer. Mach mal kurz nur die Mumien anzeigen lassen. Kann man auch Captain anzeigen lassen? Nee. Also es gibt nur zwei, die sich, glaube ich, von den Langlebigkeitspunkten her lohnen. Der hier vielleicht mit 48 und der hier mit 33. Beide haben Jahresvertrag bis Jahr 2 nur. Ja, bis Jahr 3. Hat 45 Erfahrungspunkte und aber nur noch die Hälfte der Langlebigkeitspunkte. Ich glaube, das werde ich nicht machen. Ich werde jetzt. Was hast du eigentlich? Für Skills? Ah, Captain Linebreaker ist gefährlich. Wenn ich den nehmen würde, könnte ich dann noch eine Mumie holen. Ich teste nur mal kurz. So, also so könnte ich 2 Mumien noch holen. Wenn ich jetzt nur Mumien hole, also wäre der Additional. Es wäre eine Additional Mumie. Das heißt, ich bin fast gezwungen, die zu nehmen. Also werde ich jetzt nicht auf einmal nehmen. Aber ich würde gerne anfangen, die zu trainieren. Deswegen werde ich die wohl als Mumie, als Captain Linebreaker nehmen. Weil wenn ich jetzt, ich zeig das nochmal kurz, wenn ich jetzt hier eine Mumie nehme, habe ich 2 Mumien, kann keine Mumie hier oben mehr holen.
Aber ich kann noch den Captain Linebaker, was auch eine Mumie ist, holen. Das heißt, ich werde jetzt gleich den Captain Linebaker holen, weil dann kann ich nämlich noch eine dritte Mumie holen, was sonst nicht gehen würde. Der Held ist ein Geist, das ist sowas wie ein Stürmer, glaube ich, aber der ist trotzdem recht kampfstark, also kampfstärker als alle anderen, außer die Mumie. Und der hat eine extrem hohe Geschicklichkeit für einen relativ kampfstarken Spieler. Das heißt, ich würde den erstmal nehmen, aber wahrscheinlich später mal wieder rausschmeißen. Nicht in die nächste Saison mit reinnehmen, weil in der nächsten Saison kann ich mir auch einen Helden kaufen, wenn ich aufsteige, der dann ein anderer Held wäre. Also ich habe eine gewisse Auswahl an Helden. Es gibt drei unterschiedliche und zwei kann ich, glaube ich, maximal nehmen. Ich würde den aber trotzdem nehmen. Obwohl, ganz schön teuer, oder? Ich schau mal kurz. Die Cremes brauchen eine Motivation. Fünf Cheerleader würde ich nehmen. Jetzt könnte ich den Helden kaufen. Oder kaufe ich noch eine Mumie? Ich würde den Helden kaufen und den mit in die Front stellen erstmal. So, wir haben noch ein bisschen Geld über. Ich werde das ausgeben. Warte mal. Wie machen wir die Aufstellung? Die Aufstellung mache ich dann im nächsten Spiel noch kurz vorher. Also ich werde die vorher machen und dann kurz zeigen. Muss ich jetzt nicht noch euch antun sozusagen. So machen wir das. Dann werde ich das so alles bestätigen. Ich werde nur einen Cheerleader nehmen. 2, 3. Gibt, glaube ich, auch nie mehr Geld. Kurz gucken, was da steht. Speed Average, ja, nee, das ist nur, wie schnell der Balken da steigt. Ganz kurz noch schauen. Das war der, der hat Parry und Dingens. Dem würde ich jetzt noch Pickpocket geben. Ne, Pickpocket würde ich dem geben. Weil der auch tackelt gern. Der hat auch noch kein Pickpocket. Das heißt, der kriegt auch Pickpocket. Das heißt, Taschendiebstahl. Das heißt, das ist sozusagen, wenn sie versuchen zu tackeln und das nicht schaffen, nicht erfolgreich sind, dass sie trotzdem der Gegner den Ball verliert. Das heißt, ich gewinne Zeit. Das ist das Wichtige dabei. Der Zombie ist auch ein Verteidiger. Ich hatte vorhin schon überlegt, ich würde den wahrscheinlich dann auf Parry sparen. Oder wenn er schon keinen Zuschauer anheizen kann, dann vielleicht schnellere Regeneration. Der hat, glaube ich, jetzt gerade 10%. Das wäre dann 5% schneller. Nein, ich spare auf die Kampfkraft. Werden wir für die Liga brauchen. So. Schauen wir mal kurz. Wir können herausfordern. Wir sind in dieser Seite der Liga. Ja, wir werden jetzt noch nicht großartig gucken können, was wir als Gegner haben, weil es ist einfach noch zu viel Auswahl. Es wird erst nach 3-4 Spielen zu sehen sein, was eben hohe, starke Gegner sind. Am Anfang werden erstmal ein paar einfach so sich sozusagen die Spreu vom Weizen trennen müssen. Also gut, so viel für heute. Ich werde dann nächstes Mal, wie gesagt, noch die Aufstellung vor dem Spiel ändern. Das war's dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss!